Sieht gut aus, oder? Erik Tommy, Stuttgarts Überraschungstrumpf im Abstiegskampf. Pavard ist der neue heiße Scheiß. Außen, innen, Sechser, der kann alles tragen. Scheiße. Endlich spielt der VfB wie ein Aufsteiger, nicht wie ein Absteiger. Die letzten vier Spiele sagen alles, glaube ich. Hallo, ich bin's, der Hausfertig. Er heißt nicht umsonst auf Facebook Benjamin Pavardinho. Bei Baumgartel stelle ich mir immer die Frage, was will die Natur uns damit sagen? Die Leute sind einfallsreich, muss ich ehrlich sagen. Die Mannschaft hat ihre Eier wiedergefunden. Oder sich zeigen lassen, wo die sind. Ist gut, gleich. Au, ist sie da? Er sagt, das sind die Augen, oder? Die Öffs. Die wichtigste Frage im Abstiegskampf. Wie viel Prozent Akku habt ihr noch? Also, ich will 100% sagen. Kennst du dich in der Gegend aus? Kaltental. Dürlewang. Rohracker. Biberach. Meckebäuer. Dürlesbach. Hula, 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 hula. Hula, hula, hula. Pavard ist der lässigste Typ, den der VfB seit Jahren hatte. Wo bleibt die Fanperücke? Ja, seine Haare ist ein bisschen komisch. Ich glaube, die Haare will halt niemand auf dem Kopf haben, ne? Sind schon gewöhnungsbedürftig. Ey, ernsthaft? Das ist doch nicht Pavard. Du Scheiße. Kann man auch zum Putzen verwenden zu Hause, ne? Oui, Baguette, Croissant, Paris. Hallo, ich bin Aurel Mangala und ich steige in den Ring. Ich bin Jakob Ron Larsen und ich steige in den Ring. Ich bin Benjamin Pavard und ich steige in den Ring. Ich bin Timo Baumgartel und ich steige in den Ring. Ich bin Benjamin Pavard und ich stehe in den Ring. Ist aber eigentlich nicht korrekt. Ich bin Benjamin Pavard. Go. Ich? Du hattest gute Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir beide schon. Ja, war geil. Mag das Spiel mit den Fans.